Und damit willkommen zurück bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir befinden uns jetzt in Algerien auf diesem Bazar, haben auch schon mit einem Händler gesprochen und schauen mal, wie es hier noch so weitergeht. Können wir mit dem Messerwerfer irgendwie interagieren? Reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Entschuldigen Sie? Ja? Wissen Sie, wo ich Omar al-Jabbar finde? Er hat einen Laden in der Nähe, hinter dem Marktplatz. Aha. Das ist ja interessant. Nette Messer. Ja, die sind ein Geschenk meines Vaters. Dem größten Messerwerfer in Nordafrika. Ich versuche, in seine Fußstapfen zu treten. Aber, und das ist schade, niemand will sich freiwillig als Assistentin zur Verfügung stellen. Seit dem kleinen Unfall. Oh. Entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache. Ich wünschte, eine Freiwillige würde sich melden, um mir zu helfen. Wird das Sophia nicht vielleicht machen? Na, ich glaube ja nicht. So hinterm Marktplatz, dachte er. Können wir denn hier weiter lang gehen? Geht zum Hinterhof. Aha. Okay. Ah. Na, wer ist er denn? Ist das vielleicht schon Omar al-Jabbar? Reden wir doch mal mit ihm, mit dem Händler. Entschuldigen Sie? Was kann ich für Sie tun, Effendi? Sind Sie Mr. Omar al-Jabbar? Ich bin nur ein bescheidener Händler. Na, das sagen Sie alle. Mein Name ist nicht weiter wichtig. Handeln Sie mit Antiquitäten aus Atlantis? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Viele Narren träumen vom verlorenen Königreich. Wie kann ich wissen, ob Sie das wirklich ernst meinen? Ich habe einen Doktortitel. Reicht das? Na, wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen. Ich glaube nicht, dass ich etwas habe, das Sie überzeugt. Ich habe einen Doktortitel. Reicht das? Das wird nicht reichen, aber... Hahaha. Ha, ha. Sie haben eine Menge Humor, wie ich sehe. Dreckiger Lappen. Wir haben ja auch nichts mehr dabei, ne? Können wir nochmal mit dem reden? Entschuldigen Sie nochmals. Ja. Ich bin sehr an Atlantis interessiert. Und ich brauche wirklich einen Grund, um Sie ernst zu nehmen. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen. Ich glaube nicht, dass ich etwas habe, das Sie überzeugt. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen. Ein Beispiel. Es heißt, dass 3 steinerne Scheiben benötigt werden, um die Tore von Atlantis zu öffnen. Zeigen Sie mal eine solche Scheibe. Ach, guck mal, haben wir doch. Eine haben wir ja. Platos Dialog haben wir doch. Ich hatte mal eine Scheibe gesehen, aber sie wurde gestohlen. Ich bin nicht sicher, dass ich Ihnen trauen kann. Achso, nee, das waren die Scheiben. War das doch noch was anderes? Nee, wir haben ja dieses Buch nur. Ich bin nicht sicher, dass ich Ihnen trauen kann. Ich hatte mal eine Scheibe gesehen, aber sie wurde gestohlen.
Das ist schade. Ich rede nicht mit Amateuren über das verlorene Königreich. Amateuren? Was ist denn, wenn wir ihnen den verlorenen Dialog mal geben? Entschuldigen Sie. Das sollte Sie interessieren. Nein, danke. Ich interessiere mich nicht für Bücher. Ah, verdammt. Reden wir doch nochmal mit Sophia. Sophia, was ist? Glaubst du, der Kerl ist Al-Jabbar? Es gibt nur eine Methode, das herauszufinden. Er will eine Steinscheibe sehen. Dann besorgen wir uns besser mal eine. Du wirst gut leicht reden. Von allen Läden in Algerien mussten wir in diesen stolpern. Ja. Uns bleibt immer noch Island, Indy. Das ist ein guter Tipp, da können wir ja mal wieder hin einfach. Ist hier warm genug? Es wird wesentlich heißer, wenn die Deutschen Atlantis finden. Oh, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Lass mich nachdenken. Okay. So, was haben wir hier denn überhaupt alles so? Runenpötte? Ich wollte eigentlich gar nicht auf Pause drücken. Moment. Urnen. Können wir da irgendwie reinschauen? Schau zu Urnen. Kleine Pötte. Können wir die öffnen? Das kann man nicht öffnen. Schau, das ist ja alles dasselbe. Riesenpötte. Ganz große Pötte. Nein. Was haben wir hier noch so? Schau an diverse Gegenstände. Sieht alles ziemlich wertlos aus. Okay. Maske. Schau, Maske. Seltsam. Sieht wie der Geist aus, den wir in deinem Zimmer sahen. Dieser Geist war nur Alpsal. Können wir das nehmen? Können wir tatsächlich nehmen. Können wir das aufsetzen oder so? Ziehe Maske? Nee. Benutze Maske vielleicht? Das ist weder der Ort noch die Zeit. Benutze Trägerlappen mit Maske. Das wird nicht funktionieren. Ich dachte, wir können uns hier den Dings umhängen und können wir das Sophia geben sonst? Können wir nochmal mit ihr reden? Nein, du sollst mit ihr reden. So. Entschuldige, was jetzt? Lass mich nachdenken. Nee, okay. Das bringt uns nicht weiter. Ausgang. Einen Augenblick mal. So. Sie denken also, sie können hier weggehen, ohne zu bezahlen? Ach, verdammt. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Nö, weiß ich auch nicht. Spielen Sie nicht das Unschuldslamm. Sie haben etwas unter die Jacke gesteckt.
Okay, sie haben mich erwischt. Ich stell zurück. Na gut, dann zahle ich halt. Was soll es denn kosten? Diese Maske? Wenn ich erst recht bedenke, können sie sie haben. Die verscheucht immer meine besten Kunden. Oh, denn. Gut. Können wir die jetzt benutzen vielleicht? Oder... Ich würde die ja gerne aufsetzen. Die können wir auch nicht so viel in die Hand drücken, dass sie die aufsetzt. Nee. Benutze Umhang, Lappen. Achso, mit Maske. Das wird nicht funktionieren. Nein, ich wollte nicht mit dem reden. Ach, vergiss es. Bis später. Salam. Geh zu Straßen der Großstadt. Okay. Da gehen wir besser nicht raus. Wir verlaufen uns nur. Messerwerfer. Wie kommen wir denn überhaupt hier weg? Achso. Hier können wir auch noch weitergehen. Wusste ich gar nicht. Reden wir doch mal mit dem Bettler. Hallo da. Ah, ein wohlhabender Amerikaner. Schon mal von Atlantis gehört, alter Mann. Naja, wer hat das nicht, ne? Atlantis? Atlantis? Nein. Was machen Sie hier auf der Straße? Coole Frage. Ich bin ein Bettler, Effendi. Es ist mein Job, hier zu sein. Heute gibt es sogar ein Sonderangebot. Gib mir was zu essen und ich gebe dir ein tolles Geschenk. Nun lass mich wieder meiner Arbeit nachgehen, bitte. Vielleicht kriegen wir ja von dem so eine Steinscheibe. Können wir... Gib Maske an Bettler? Entschuldigen Sie? Bringst du was zu essen? Achso, nee, das ist... stimmt. Hier. Nein, danke. Nee, wir brauchen was zu essen. Das kann ich wohl schwerlich essen. Wir müssen irgendwie diese Taube da bekommen, was er da hatte. Reden wir mal mit den Bürgern hier. Ich will sie nicht stören, aber sie sehen irgendwie beschäftigt aus. Okay. Geht zu langer, staubiger Weg zum Flughafen. Nö, lass mal. Da geht er wohl wieder nicht lang, ne? Nee, macht er nicht. Da gehen wir besser nicht heraus. Wir verlaufen uns nur. Ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt kommt. Irgendwie müssen wir hier... Können wir nochmal mit dem Händler reden? Entschuldigen Sie? Ja. Jetzt hätte ich Lust auf eine Taube. $20, Effendi. Vielleicht könnten wir ein Geschäft machen. Was für eine Art von Geschäft? Ich gebe Ihnen eine gruselige Maske für eine Taube. Nein, danke. Ich verscheucht ja meine ganzen Kunden. Okay, er hat's erkannt. Ich habe ein weiteres Angebot. Legen Sie die Taube zurück, ich komme wieder. Ich habe ein weiteres Angebot.
Plausche. Eine Lederjacke für eine Taube wäre doch fair, oder? So eine Jacke gibt der her. In dieser Hitze? Sie machen Witze. Gehen Sie nicht weg, ich komme wieder. Okay. Sehr poetisch. So, da können wir auch nicht weiter. Was ist denn, wenn wir uns doch erstmal zum Flughafen begeben? Langer, staubiger Weg zum Flughafen. Aber wir können auch nur nach Monte Carlo oder Algerien. Weiter raus kann ich jetzt gar nicht hin, ne? Nö. Jetzt sind wir wieder hier. Du sollst Trottier, ich mache den Rest. Ja, das hatten wir ja alles schon mal irgendwie. Was ist denn, wenn wir nochmal hier ein Taxi benutzen? Ich gehe nicht ohne Sophia. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Die Tür ist zu. Ja, Moment. Da muss der Kleine rauskommen. Die Tür ist zu, ja, ich weiß. Komm. Entweder geht jetzt einer rein oder kommt einer raus. Jetzt kommt der Kater mal raus, oder? Na, der geht auch rein. Ah, geht doch. Bist du das, Jones? Wo ist Trottier? Ich mag nicht mehr nach Trottier suchen. Ich habe keinerlei Idee, wo er steckt. Das klappt nicht. Lass uns weitergehen. Ich habe keinerlei Idee, wo er steckt. Na dann raus mit dir. Warte. Moment. Nimm nochmal die Taschenlampe. Du sollst die Taschenlampe nehmen. Dann drückst du nochmal auf den Schalter hier. Benutze Maske. Ich sollte erst etwas anderes probieren. Also Maske mit dreckiger Lampe. Maske. Benutze Maske. Nur sie trägt ihr Lappen mit Maske so. Das wird nicht funktionieren. Okay. Du kannst auch nicht nehmen. Ja, jetzt geht das wieder los, ne? Nein, das möchte ich doch gar nicht. Das kennen wir doch alles schon. Nett. Wuff, wuff. Da bin ich auch wieder zurück. Aus irgendeinem Grund hat sich Fraps gerade verabschiedet, aber geht auch schon weiter. Ist auch nicht viel verloren gegangen. Die Szene kannten wir so oder so schon. Drück doch nochmal den Stromunterbrecher. Wo ist denn der jetzt? Da. Ja. Kann der nicht die Maske anziehen? Kann man nicht bewegen, weiß ich. Ich benutze Maske. Ich warte besser, bis es dunkel wird. Also ist schon gar nicht so verkehrt hier, glaube ich. Ich wusste, dass das nicht nur hier so ein Scherz ist, sondern benutze Maske. Ich sollte erst etwas anderes probieren. Okay, rede mit Sophia. Was jetzt? Ich mag nicht mehr nach Trottier suchen. Das klappt nicht. Lass uns weiterreisen. Ach, nichts. Na dann, raus mit dir. Du willst sie einfach nicht benutzen, ne? Ich sollte erst etwas anderes probieren.
benutze. Nee, ach so, jetzt weiß ich. Das Laken. Nimm das Laken. Genau. So. Und jetzt benutze mal die Maske. Benutze Bettlaken. Benutze Laken. Das geht nicht. Ach, verdammt. Okay. Das habe ich schon. Ich hätte es ja gerne das umgezogen da irgendwie. Dann drück nochmal den Lichtschalter hier. Den Sicherungs-, den Stromunterbrecher da. Wo war denn der? Da. Oh, wieder Licht an hier. Ist hier denn sonst noch irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Das Bettlaken hat er sich genommen. Das kannst du nicht benutzen. Okay. Dann weiß ich gerade auch nicht. Dann sollten wir vielleicht wirklich da nochmal wieder zurück nach Algerien. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.